Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Klaus und analysiere euch heute Taken by a Stranger. Ein Song, den Lena singt für unser Song für Deutschland. Ja, und der Song ist ja anders als alle anderen und deswegen seid ihr wahrscheinlich auch sehr gespannt, was ich dazu zu sagen habe. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, der erinnert so ein bisschen an 80s oder der ist minimalistisch, der ist elektronisch, der ist spooky oder was gibt's noch? Der hat so einen Sog, der hypnotisiert, ja. Da diese ganzen Eigenschaften hat dieser Song und wir fragen uns natürlich alle, woran liegt das, ja, dass er diese Eigenschaften hat. Zunächst mal, was ist so 80s-mäßig an diesem Song? Das liegt, glaube ich, vor allem, also der Grund dafür ist, glaube ich, dass es einen großen Hit in den 80ern gab, nämlich Tainted Love von Soft Cell. Diesen Song könnt ihr euch gerne mal anhören, Link versuche ich in die Videobeschreibung zu setzen. Der hat halt gewisse Gemeinsamkeiten irgendwie. Da gibt es irgendwelche Parallelen, auf die ich gleich zu sprechen komme. Das ist bestimmt so ein bisschen das, was mit 80s gemeint ist. Und auch halt so ein bisschen diese ganzen elektronischen Sounds irgendwie, die hier eine Rolle spielen. Ja, dann gibt es noch eine andere Assoziation, die ich hatte, nämlich Goldfrapp. Da gibt es zwei Stücke, die heißen Ulala und Strict Machine und noch ein paar andere, aber diese beiden sind doch ziemlich offensichtlich. Hört euch die auch mal an und versucht mal irgendwie diese Gemeinsamkeiten in irgendeiner Weise nachzuvollziehen. Vielleicht entdeckt ihr ja selber irgendwelche Parallelen, womit ich jetzt nicht sagen will, das ist irgendwie geklaut davon. So parallel sind die Sachen jetzt auch wieder nicht, ja. Aber eine Gemeinsamkeit ist Four on the Floor. Das bedeutet vier Schläge auf allen vier Vierteln. Ja? Deswegen Four on the Floor und Floor bedeutet Bassdrum, also auf dem Boden. Ja? Wir haben bei Lenas Stück im Tempo 160 auf jedem Schlag eine Bassdrum. Die ganze Zeit gnadenlos. Ja? Egal was passiert, diese Bassdrum läuft durch. Das ist das, was diesen Sog ausmacht. Ein anderer Grund ist, dass es auch so ein bisschen geswingt wird. Das macht eben auch noch diesen treibenden Charakter aus. Ja, ich habe mir ja, wie ihr euch vielleicht erinnert, ein bluesiges, swingiges Stück gewünscht, was so Agenten, Geheimagenten-Style hat. Und ich bin ziemlich froh, dass dieses Lied diese Charakteristiken erfüllt und auch immer noch im Rennen ist. Also mir gefällt der Song ziemlich gut und ich würde auch sagen, der hat echt Siegerpotenzial. Jetzt ist es nicht so ganz einfach, diesen Song zu analysieren, für mich zumindest. Ich kann schlecht jetzt mir die Akkorde angucken, mir die Melodie angucken und die Form angucken und dann sagen, ja, ich ziehe daraus die und die Rückschlüsse. Denn was diesen Song ausmacht, das sind die Sounds. Das sind elektronische Sounds, das sind ein paar live gespielte Sounds und das sind auch gesampelte Klänge. Zum Beispiel dieser Clap da im Refrain, ja, das ist halt eine Sache, die wurde irgendwie vorproduziert, aufgenommen und abgespielt. An Live-Sachen haben wir, glaube ich, relativ wenig. Man sieht leider auch die Band ziemlich wenig in der Kamera. Eigentlich nur den Drummer, wenn er seinen Tom-Film macht. Den wird er auch live gespielt haben. Ansonsten hören wir so einen Vibraphon-Klang. Das hat sicherlich der Keyboarder gespielt. Und dann gibt es ja der E-Bass. Ich glaube, der E-Bass ist definitiv auch live. Und sonst weiß ich nicht so genau, ob da die Gitarre überhaupt irgendwas macht und so. Das weiß ich nicht. Ja, und auch diese ganzen elektronischen Sounds, da würde ich fast sagen, die sind alle vom Band eingespielt, weil die haben so viele unterschiedliche Parameter, da müsste man immer zwischen den Programmen hin und her schalten und irgendwie genau wissen, wann jetzt was kommt und so. Das wäre wesentlich bequemer, das einfach vom Band mit dazulaufen zu lassen. Ja, was kann ich machen, wenn so viele Studio-Synthesizer-Klänge in diesem Lied drin sind, die man schlecht irgendwie notieren, aufschreiben, raushören kann? Ja, das mit dem Raushören, das habe ich halt mal ausprobiert. Ja, und habe hier ein Logic-Projekt gemacht, und zwar vom Intro bis zum Refrain, und habe jeden Sound, den ich höre, versucht nachzubauen, zumindest so schemenhaft, ja, damit man jetzt zur Analyse halt irgendwie was hat, auf das man drauf gucken kann, wo man Klänge isolieren kann, wo man Sachen mal sich langsam anhören kann, was auch immer. Ne? Die Möglichkeiten habe ich jetzt, dadurch, dass ich diese Nachproduktion, besser gesagt, gemacht habe.
los geht es mit, wir hören mal ein bisschen rein, ne? Los geht es halt mit so einem Quint-Sound. Ja, das läuft fast die ganze Zeit durch und manifestiert einfach nur den Grundton C. Und wir haben es hier mit einem relativ einfachen elektronischen Sound zu tun, der sich wahnsinnig gut mischt mit allem, was klanglich sonst noch passiert. Das sind Ergebnisse von subtraktiver Klangsynthese. Genau das gleiche betrifft die Drums. Spiele ich auch mal ab. Ungefähr so klingt das. Ja, das ist mit Sinustönen modelliert und auch mit gefiltertem Rauschen modelliert. Und jetzt komme ich dazu, euch mal zu erzählen, was eigentlich subtraktive Klangsynthese ist. Klein bisschen Theorie so am Rande. Bei subtraktiver Klangsynthese haben wir erstmal ein elektronisches Rohmaterial. Das kann ein Sinuston sein, den ich euch auch mal anspielen möchte. Habe ich den Solo-Mode aus? Eigentlich müsste man jetzt was hören, meine ich. Augenblick. Warum höre ich nichts? Das ist die meistgestellte Frage in Studios. Warum höre ich nichts? Ah, es war einfach zu tief, weil ich höre das hier nur über die Laptop-Lautsprecher. Deswegen habe ich nichts gehört. Okay, das ist ein Sinuston. Das ist nur eine einzelne Frequenz ohne Obertöne. Im Gegensatz dazu steht die Square Wave. Ja, die hat eine ganze Menge Obertöne. Ja, diese Square Wave kann man eben auch wunderbar filtern mit Frequenzfiltern und so weiter. Und dann gibt es auch noch weißes Rauschen. Das klingt so. Ja, und wie das gefiltert wird, zeige ich euch auch mal eben. Da mache ich einen Equalizer mal an. Einfach so ein bisschen Studio Basics mal eben am Rande. Ich kann jetzt hier zum Beispiel so einen Tiefpassfilter einstellen und dann eben andere Klänge erzeugen. Ich kann auch die Flanke einstellen. So ist es steilflankig. Und so eben nicht. Und dann gibt es auch noch so Hüllkurven, die ich erzeugen kann. Das heißt, ich kann den Sound ganz laut starten lassen und ganz schnell leise werden lassen und was weiß ich, ne? Das kann ich mit sogenannten Hüllkurven machen. Dadurch kann ich auch den Sound ganz, ganz maßgeblich beeinflussen. Ja, und so entstehen eben solche Schlagzeug-Sounds oder eben diese Bassquinte, so habe ich das genannt, die quasi die ganze Zeit durchlaufen. Und das sind alles ziemlich familiäre elektronische Klänge. Ja? Die sind eigentlich ziemlich simpel. Das ist keine Granularsynthese oder Frequenzmodulation oder irgendwelche so ganz abgefahrenen Techniken. Ja? Ein Beispiel für gefiltertes Rauschen habe ich auch hier als Effekt mal eben. Ja, das taucht ziemlich am Anfang des Stücks auf. Ja? Hier ist der Gesangseinsatz. Könnt ihr mal drauf achten, wenn ihr das Stück hört, auf dieses Rauschen. Ja, okay, ich tausche einmal eben diese Spuren, damit ihr gut sehen könnt, welche Elemente durchlaufen. Hier haben wir den Bass. Ja. Ich spiele mal eben alle drei Elemente ab, die so quasi durchlaufen. Das ist praktisch unser Klangteppich. Ja, da wird gar nichts an Informationen drin verbraten, was auf Dur oder Moll schließen lässt. Das ist sehr, sehr grundtonbehaftet. Und auch dieses Drumkit macht wirklich nur ganz minimalistisch den Beat deutlich. Ja? Steckt quasi den Beat ab. Bei allen anderen Stücken von Lena haben wir einen richtig dicken Drumbeat mit Hi-Hat oder Ride-Becken oder irgendwelchen Crash-Becken noch. Und wir haben noch mindestens zwei Gitarren, die irgendwelche Akkorde schrummeln und so, die halt ganz klar machen, jetzt haben wir C-Dur, jetzt haben wir Ass-Dur und so weiter. Das haben wir hier alles nicht. Dieser ganze Klangteppich ist wirklich unheimlich deutlich und charakteristisch. Und alles, was wir jetzt sonst hier noch so sehen, das sind alles irgendwelche eingestreuten Effekte. Ja, ich möchte euch unbedingt meine Gitarre hier zeigen. Die habe ich selbst aufgenommen. Ja, ein bisschen viel Delay drauf, so viel ist glaube ich im Original nicht drauf, aber dieser Sound entsteht halt, wenn ich die Saiten zwischen den Schrauben, wo sie gespannt werden, und dem Steg, wo sie aufliegen,
wenn ich die da anspiele, das kann ich auch nur im Studio mit einem gescheiten Mikrofon machen, das geht live beim besten Willen nicht. Auch nicht mit Piezo-Kristallen oder sonst was. Und dann gibt es hier noch so einen schönen hohlen Gitarrensound. Ja. Der entsteht, wenn ich das Plektrum sehr schräg halte, ja, und auf den Ton C dann damit hin und her gehe und mit schön viel Hall, ja, und schön viel Effekten noch versehe. Ja, das geht hier so weiter mit irgendwelchen eingeschobenen Effekten. Das, was ich jetzt gerade gezeigt habe, war ja eher so ein bisschen flächig. Es gibt aber eben auch noch viele kurze Einspieler, wie zum Beispiel diesen Clap im Refrain, der ist ja sehr charakteristisch. Ja, da war er. Oder auch diesen Pauken-Roll. Ja, den musste ich auch total improvisieren, wie ich den mache. Und da nochmal der Clap. Ja. Ganz, ganz wenig angedeutete Effekte, die mal so reinkommen. Und hätte ich jetzt dieses Stück komplett durch nachproduziert, was ich nicht gemacht habe, nur bis zum ersten Refrain, danach war mir das zu viel Arbeit. Ich hätte noch bestimmt 30 neue Spuren aufmachen müssen, wo irgendwelche Klänge noch mit reinkommen, weil immer neue Klänge das ganze Lied durchkommen, immer angedeutet, immer mal kurz, mal so ein bisschen flächig, mal nur ganz kurze Impulse, mal weiter weg mit viel Hall und leise, mal trocken, voll in die Fresse, direkt Mono. Ja, total unterschiedlich, die ganze Zeit super interessant. Und deswegen ist man die ganze Zeit so dabei, ja, was kommt als nächstes und wie wird das klanglich weiter gestaltet? Und natürlich assoziiert man auch immer irgendwas mit diesen Klängen. Das regt im Prinzip so ein bisschen die Fantasie an, wenn hier mal so ein Dulup, irgendwie drei Töne von der E-Gitarre gemutet kommen, dann dieser Clap, dann mal wieder irgendwelche, dieser hohle Gitarre, diese hohle Gitarrenfläche und dieser ganze Kram, ne? Das ist so der Effekt davon, dass eben so viele kleine Bauteile dahin kommen. Gut, ja, ich glaube, so im Wesentlichen habe ich jetzt hier alles mal abgerissen. Das Ding ist, ich möchte euch dieses Arrangement nicht komplett vorspielen, weil man dann eben sagen könnte, das ist ein Cover und das darf man bei YouTube nicht online stellen, weil man Urheberrechte verletzt und so weiter. Deswegen habe ich jetzt dieses Arrangement nur als Zitatmittel eingesetzt. Ich hätte euch auch ein paar Sachen auf dem Klavier vorspielen können, aber das hätte wenig gebracht bei diesen Sounds. Vielleicht, eine Sache fällt mir noch ein, hören wir noch kurz mal in diesen Synthi rein. Weil der auch sehr charakteristisch für den Refrain ist. Ich lasse da mal die Noten anzeigen. Das sieht zwar relativ hässlich aus, aber hier haben wir diesen Synthi-Sound. Und da habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich den rausgekriegt habe. Denn wir haben es hier mit einem C in drei Oktaven zu tun. Ja, direkt am Anfang. Und bei diesem Tempo, bei Tempo 160, bei Achteltriolen, da hört man nicht so genau, ist das jetzt ein Klang und die Oktaven drüber sind einfach die Teiltöne, die Obertöne, die eigentlich in diesem Grundklang enthalten sind, oder sind das alles wirklich separate Töne in Oktaven? Das war nicht so ganz einfach herauszukriegen. Ich meine, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es so ist, aber es gibt eben irgendwann auch mal so eine Stelle, wo das Ohr das einfach nicht mehr sagen kann. Ne, das kann man dann einfach nicht mehr raushören. Das ist völlig unmöglich dann. Aber ja, aber so ist dieser Synthi angelegt, so sind die Noten bei dieser Stelle. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal auf meine Homepage gehen und mit abstimmen, was denn jetzt der Gewinnersong sein soll, den Lena beim Eurovision Contest singt. Ich habe da so eine Umfrage am Laufen, das würde mich interessieren und würde mich freuen, wenn da möglichst viele mitmachen. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, stellt Kommentare oder schreibt mir eine Mail. Zum Beispiel auch, wenn ihr die Noten braucht oder so. Ich habe jetzt hier relativ viel Material angehäuft. Bin ich gerne bereit, euch irgendwie zu geben. Möchte ich aber halt nur in Einzelfällen rausrücken. Und sagt mir doch mal, wie euch jetzt diese Analyse gefallen hat. Die war natürlich jetzt nicht besonders systematisch und auch, ich sag mal, so ein bisschen improvisiert, weil
ich sowas noch nie analysiert habe. Ja. Deswegen bin ich da auch sehr angewiesen auf euer Feedback und freue mich da sehr drüber, lerne da gerne was raus. Und wir sehen uns dann spätestens in einem Video, wo ich von der zweiten Halbfinalshow nochmal ein bisschen was analysiere oder ein bisschen was drüber erzähle. Macht's gut und wir sehen uns. Ciao.